Mahlzeit und herzlich willkommen zurück in Dexters Burg. Wobei, inzwischen ist es nicht mehr so wirklich Dexters Burg, denn beim letzten Mal habe ich hier eine Zündung getätigt. Deswegen sind hier jetzt leider keine Banditen mehr am Start. Dieser Schattenläuferkopf hier ist noch am Start. Und ich werfe erstmal einen Blick in die Truhe hier. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, 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 links. Ha! Rohstahl und so weiter. Naja, diese ganzen Rohstähle, falls ich mal noch im Schmieden irgendwann mal noch mehr abgehen sollte, sind immer gut zu haben. Ich habe aber beim Söldnerschmied Bennett, habe ich ja die Grundlagen des Schmiedens schon gelernt, dass ich, egal welcher Gilde ich mich letztlich anschließe, diese Grundlage schon mal habe und darauf aufbauend dann bei anderen Lehrern noch krassere Schmiedeskills lernen kann. Jetzt gibt es hier schon wieder Probleme mit der Kletterei. Das nämlich hier, seit das so umgepatcht wurde, dass man nur noch mit einer ganz speziellen Tastenkombination überhaupt klettern kann, ist es gar nicht so einfach. Man kann zwar noch mit einem Knopfdruck während des Laufens springen, aber nicht mehr mit nur einem Knopfdruck klettern. So, ach, schau mal, Sprucher, es lohnt sich einfach immer noch wieder. Vergessen oder Schlaf oder so, es lohnt sich einfach immer noch mal an irgendwelchen versteckten Orten hier alles abzuchecken. Okay, ich glaube, dass ich jetzt somit mit dieser Burg erstmal durch bin. Also, Miliz vertreiben, Aufnahme bei den Söldnern, Torlauf auf die Probe stellen, genau. Aber Respekt der Söldner. Wie war denn das jetzt noch mit Kord? Kords Stimme habe ich im Sack. Aber mit dem Patrick, mit dem ich über... Oh, Alter, fast die Sterntafel übersehen. Der Patrick, über dem ich mit Dexter reden sollte. War das jetzt von Kord oder von Torloff ausgehend? Das war doch irgendwas, wo Kord... Genau, ich hatte Kords Stimme schon bekommen, aber trotzdem noch die Quest für ihn. Ich gehe jetzt einfach mal zu ihm und schaue, was sich ergibt, ob ich noch irgendwas über die Erkenntnisse, die ich aus Dexter rausquetschen konnte, über Kord ihm mitteilen kann. Wo war ich? Greg gerade oben in der Burg, der war jetzt schon gar nicht mehr da. Okay, oder ich habe mich gründlich genug... Ah nein, der hockt ja in Dexters Sessel drinne. Stimmt. So, Kord, wie immer hier fleißig am Trainieren. Erstmal speichern. Es sind einfach coole Moves, diese Trainingsmoves. Kontrolliert und sicher werden die vorgetragen. So, folgender Sachverhalt. Haha. Ich war bei Dexter. Und? Dexter ist tot. Von deinem Kollegen Patrick gab's da oben keine Spur. Dexter konnte sich zwar an ihn erinnern, aber er sagte, Patrick sei schon längere Zeit nicht mehr da gewesen. Und du bist dir sicher, dass Dexter dich nicht belogen hat? Nein, das bin ich nicht, aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Ich verstehe das nicht. Der Kerl ist wie vom Erdboden verschluckt. Tja, du hast dich an deinen Teil der Abmachung gehalten. Was ist jetzt mit Torloffs Probe? Du kannst ruhig zurück zu Torloff gehen. Ah. Betrachte den Auftrag und damit die Probe als erledigt. Ich hab dir doch gesagt, ich kümmere mich darum. So, jetzt habe ich nämlich beide Sachen für jetzt habe ich nämlich beide Sachen für Torloff gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ob ich dann beides noch als erfüllt auch abhaken kann, quasi. So, Torloff. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Kord denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Das hast du nicht gewusst. Cypher sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Rod hast du wohl überzeugt, dass du stark genug bist. Sentenza will nicht für dich stimmen. Er sagt, du schuldest ihm noch 50 Goldstücke.
Buster meinte, du wärst okay. Und da hält dich für einen Kameradenschrein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Auch wenn Kord dabei etwas nachgeholfen hat. Meine Stimme hast du jedenfalls. Und du hast einige faire Duelle gemacht. Viele der Söldner respektieren das. Die meisten Söldner sind für dich. Von unserer Seite aus kannst du jederzeit bei uns anfangen. Geh zu Lee, er wird dir alles weitere erzählen. Geil. So, und das ist jetzt nämlich die Sache. Ich könnte ab jetzt sowohl Söldner als auch Miliz werden. Theoretisch auch Magier, aber das will ich erstmal nicht machen. So. Also erstmal noch nicht machen. Das werde ich gar nicht machen in diesem Let's Play. Es gab ja auch eine Abstimmung. Aber da kam genau 50-50 raus. Ich muss nachher nochmal schauen. Aber jedenfalls, jetzt sofort werde ich eh noch keine Entscheidung fällen, weil es gibt auch questtechnisch eh noch ein paar andere Sachen, die ich vorher erstmal noch erledigt haben möchte. Gucken wir mal hier nochmal ins Questbuch rein. Miliz vertreiben. Torloff hat mich beauftragt. Soll das eine Verarsche sein? Ich habe doch die Milizen vertrieben. Kann ich die jetzt nicht mehr abgeben, die Quest? Das wäre natürlich extrem bitter, wenn die jetzt die ganze Zeit im Questbuch vor sich hingammeln würde und ich die einfach nie abgeben könnte. Oh nein, bitte nicht. Nein! Selbst gescheitert wäre weniger bitter als hier die ganze Zeit bei... Oh nein. Ich hab die doch umgehauen. Aufnahme bei den Söldnern. Respekt der Söldner. Das Portal. Ich habe den Mechanismus des Steinkreises aktiviert. Egal. Das ist mir jetzt zu blöd hier, mich um sowas zu kümmern. Bromos goldene Schale kann ich ihm zurückbringen. Aufnahme bei der Miliz und so weiter. Okay, die schnaubende Kreatur, wisst ihr, ich will nur abchecken, ob hier oben gerade noch irgendwas direkt zu tun ist auf dem Hof für mich. Aber in dem Sinne gehe ich jetzt erstmal zurück in die Stadt. So, es gibt nämlich, wenn man mit Laris redet, hilf mir bei einer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, gibt es ja immer noch diese Option von wegen dass er sagt, wo willst du aufgenommen werden? Und da werde ich jetzt aber ganz bewusst Magier sagen, damit ich noch diese eine Geheimquest mit der Statue auch noch machen kann. So, ich werde dann das gar nicht nutzen, um Magier zu werden, aber ich könnte. So, dass wir mal von diesen speziellen Abkürzungsquests von Die Nacht des Raben auch noch eine gemacht haben. Und dann halt lustigerweise sogar für die Gilde, der ich nicht mal beitreten werde. Ha! Auf alle Fälle irgendwie komisch, dass die Quest jetzt immer noch ist. Vor allem, da steht nicht mal, ich habe die Milizen bei Bengars Hof umgehauen, sondern da steht einfach, nur, ich soll sie umhauen. Es wurde gar nicht Notiz davon genommen, dass ich das schon gemacht habe. Aus reiner Sorge über diesen... Das ist schon wieder hier so eine Goblin-Bären-Nummer. Ich sehe... kurz die Goblin-Bären abchecken, Alter. Ah, 3 Stück. Ja, ich glaube, das war die Zahl. Habe ich die Sonnenaloe schon zu Sagitta gebracht? Erfüllte Mission. Man kann nie wissen. Es kann immer mal sein, dass was verloren geht. Allerdings eine große Herausforderung. Nee, das ist eine ganz andere Quest. Nee, ich glaube, ich habe die Sonnenaloe. Ich habe die schon gegeben. Naja, auf alle Fälle glaube ich nicht, dass ich den Dialog jetzt hier nochmal abspulen kann, aber ich will einfach mal gucken, was passiert, ja, wenn ich... Die Miliz ist weg und Balthasar kann wieder auf dein Land. Wieso? Weil ich es gesagt habe.
Na gut, wie du meinst. Soll er sich hinter dem Feld eine Stelle mit seinen Viechern suchen? Bleib senkrecht. Du auch. Der Spruch immer, Alter. Naja. Jetzt. Jetzt gilt das als Erfolg. War trotzdem gut, dass ich nochmal hingekommen bin. Ich weiß zwar nicht, wo die Quest hier gerade ist. Wölfe, verbotene Weide, Respekt der Söldner. Naja, aber auf jeden Fall ist die jetzt nicht mehr. Naja, aber ich will es jetzt mal ganz genau wissen. Teleportsteine. Ärger mit dem Miliz. Nee, das ist eine andere Quest. Rüben ziehen und so Sachen. Hä, jetzt ist sie ganz verschwunden oder was? Sie ist weder bei gescheiterten Missionen, hier bei aktuellen Missionen, kann ich sie gerade auch nirgends finden. Das Gold des Händlers und hier bei erfüllten Missionen sehe ich sie auch nur. Ich finde das so unbefriedigend, dass man, wenn man den Stick nach oben drückt, der nicht automatisch durch die Liste scrollt, sondern man jede Quest einzeln nochmal so nach oben drücken muss. Finde ich so unbefriedigend gerade. Naja, egal. Nützt auch kein Wind hier am Rummaulen bin. Da Miliz vertreiben. Ja, warum habe ich sie gerade nicht gesehen? Egal. Die befindet sich jetzt auf jeden Fall unter erfüllte Quests. Darum ging es mir, das ist sehr, sehr gut. Und Torloff hat ja gesagt, ich habe seine Prüfung bestanden. Und der Witz ist, ja, Kord hat mitgeholfen und gleichzeitig auch nicht mitgeholfen. Denn bei der Milizenvertreiben-Quest, die habe ich ja trotzdem wirklich aus eigener Kraft heraus absolviert. So, dann gehe ich jetzt noch zu dem Typ bei Seekops Hof da hinten und sage dem, dass er seine Schafe hier... Platsch, geil. Und sagt ihm, dass er seine Schafe hier auf die Weide schicken darf. Wäre irgendwie cool, wenn der mit den Schafen im Huckepack dann direkt dahin laufen würde. So, und was geht eigentlich so ab bei Erol? Hey, hat er vielleicht nochmal irgendwas Mächtiges, was ich nicht gekauft habe? Trank oder sowas? Da muss man auch mal zuhören. Die Auswahl ist nicht sehr groß, aber sehr gut. Nee, also den mächtigen Trank der euch habe ich schon gekauft. Schutz vor Waffenringen kann er sich in die Haare schmieren. Ciao. Was auf jeden Fall, egal ob wir Drachenjäger oder Paladin werden, richtig episch wird, dadurch, dass man hier eine Zweihandwaffe auf dem Rücken und eine Einhandwaffe am Gürtel gleichzeitig tragen kann, wird es auf jeden Fall richtig episch aussehen mit den mächtigen Waffen später. Irgendwie so ein Erz-Zweihänder auf dem Rücken und den Erz-Einhänder am Gürtel oder irgendwie sowas. So eine geile Mischung aus zwei mächtigen Waffen am Leib tragend. Sowas in der Art habe ich mir da vorgestellt. Genau. So. Hey, gute Neuigkeiten für dich, Balthasar. Du kannst deine Schafe wieder auf Bengas Weiden bringen. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich danke dir. Ich mache mich gleich auf den Weg. Hier, okay. Nimm diese Schafsfelle als Zeichen meiner Anerkennung. Nimm diese Schafsfelle. Dankeschön. Ah, der läuft wirklich mit den Schafen dahin. Oh, wie geil. Ich weiß ehrlich gesagt nicht sicher, ob das auch schon früher so war oder ob das mit der Switch-Version jetzt so ist, aber das finde ich ja richtig geil. Und dass die Schafe ihm folgen. Oh, ich freue mich. War das schon immer so? Also, wahrscheinlich schon. Eigentlich wäre das ja typisch Gothic. Eigentlich ist es ja in Gothic immer so, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt dahin, dass der auch wirklich dahin geht. Ich kann mich nur nicht dran erinnern. Wahrscheinlich habe ich mich in einem anderen Let's Play schon mal genauso drüber gefreut. Und weiß das gerade nur nicht mehr. Oh, das finde ich ja schön. Die Liesel-Mechanik wurde hier verwendet, wenn man die schon hat. Ach, geil.
Der Widder prescht voran. Die Schafweibchen folgen ihm. Okay. Ja, hammergeil. Das freut mich sehr. Viel Spaß. Am liebsten würde ich... Ich will noch einmal ein bisschen will ich noch hinterherlaufen, weil mich interessiert gerade, was nimmt der eigentlich von der Route? Zum Glück habe ich die ganzen Viecher überall schon gesäubert. Aber läuft der da durch dieses Tal von den Banditen oder wo läuft der lang? Weil da, wenn die Banditen schon weg wären, frage ich mich, ob dann ein Kampf entstehen würde. Gut, wenn man bei denen nicht direkt vorm Zelt rumtanzt, dann bemerken die einen in der Regel auch nicht. Aber ja, der geht wahrscheinlich da beim Banditen vorbei. Okay. In dem Sinne geht es jetzt erstmal weiter. Bromor seine goldene Schale zurückgeben. Der wird bestimmt auch happy sein, die wieder zu haben. Und dann machen wir diese für Daron, die Feuermagier Innerstatuen Quest. Auch ein geiles Wort. Hallo, Buster. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Saftige Ahornblätter sprießen hier aus kleinen Bäumen. Habe ich eigentlich da schon alles auf diesem Plateau erledigt? Lurkers, Blutfliegen, etliches kreucht dort ja herum. Ja. Es ist nämlich jetzt schon ein bisschen her, dass die letzte Folge aufgenommen wurde. Ihr merkt ja ein paar Sachen, auch wie ich bei Erol nochmal nachschaue und einige andere Sachen. Aber woran ich mich noch erinnere, dass ich hier die Goblinbeere, die sich hier befindet, bewusst habe wachsen lassen. Ja, da. Und die bleibt auch dort. Irgendwann in ferner Zukunft wird der Tag kommen, da ich ganz dringend eine bestimmte Goblinbeere benötige. Und dann wird genau das meine Rettung sein. Diese eine Goblinbeere, die dort wächst. Und die wird hier da dran in nichts gerüttelt. Die bleibt dort wachsen, bis ich sie brauche. Wenn ich sie nicht brauche im Sinne von dringend brauchen, dann werde ich sie irgendwann wohl einfach essen. Und das werde ich auch erst, wenn ich das dann tue, werde ich sie pflücken. So, auf geht's zurück in die Stadt. Beziehungsweise über den Umweg Wassermagier. Wie viele Lernpunkte habe ich eigentlich? 13. Ich spiele mit dem Gedanken, jetzt schon mal direkt anzufangen, alte Sprache zu lernen. Oder gibt's irgendwas, was mir gerade unter Nägeln brennt, frage ich mich gerade in Bezug auf Skillen, was ich schon wieder vergessen hatte vielleicht gerade. Ich meine, Geschick habe ich jetzt 60, ich kann den Rapier tragen und alles andere ist noch Zukunftsmusik, was Geschick angeht. Warte mal. Medarion. Der ist nicht mal der Lehrer der alten Sprache. Kronos ist es auch nicht. Kronos ist der Hüter des Erzes. Hier, der Typ, der da vor der großen Tafel steht. Myxir. Ich lerne es einfach mal von der alten Sprache schon mal. Und dann können wir die ganze Lebensenergie-Steintafeln schon mal lesen. Folgender Sachverhalt. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Okay, lernen wir direkt. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. So, und jetzt müsste ich noch 7 Lernpunkte haben. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache Texte, die in der Sprache... Ich skip erstmal noch, ja, weil ich es eher nicht lernen kann. Das hören wir uns dann an, wenn ich es auch wirklich richtig lerne. So, jetzt schauen wir mal, welche Geheimnisse einige dieser Steintafeln bergen. Natürlich werde ich so Stärke und so jetzt noch nicht lesen. Einhandkampf. Ja, das wäre halt das gewesen, wo ich meine Lernpunkte jetzt gleich noch reinstecken können. Denn wenn ich zwei Händer auch auf einer gewissen Stufe habe, dann kann ich bei Kord beides gleichzeitig lernen. Irgendwie so war da was, ne?
Das könnte ich natürlich auch durch die Steintafeln machen. Aber dann... Ja, und dann, aber mit Lernpunkten und bla, ja. Schauen wir mal. Steintafel der Magie. Lebensenergietafeln, die werden natürlich sofort gelesen. Ja, jetzt hier sagt, liest er das nämlich auch vor. Das heißt, die Sprachweisen dafür wurden damals aufgenommen, aber... Die wurden ursprünglich nicht verwendet. Ja, geil. Schaut mal, auch nochmal 20 Lebensenergie Bonus direkt erhalten. Armbrust und so weiter. Bogen. Was ich wahrscheinlich, aber wenn, dann werde ich eher auf Armbrust skillen, falls ich, also wisst ihr, dieses Rumgebagge von den Fernkampfwaffen hier in dieser Version hält mich eigentlich davon ab, wirklich viel auf Fernkampf gehen zu wollen. Aber falls ich einen Fernkampf skill, dann wahrscheinlich eher Armbrust. Weil ich das geiler finde, wie der sich denn hinkniet, wenn der einen hohen Skill hat. Sieht einfach cooler und mächtiger aus. Und wenn jetzt einer meint, die Armbrust, die braucht doch Stärke, du gehst doch auf Geschippla. Stopp! Ihr kennt meine Skillung nicht. Ihr wisst nicht, dass beides geht. Ich habe schon so viele Playthroughs gehabt, so oft habe ich noch nicht durchgespielt, aber wenn, da habe ich immer alles säuberlich geplant. Und ich hatte schon oft Geschick und Stärke ganz oben, Zweihand ganz oben, Einhand ganz oben, alles ganz oben. Es geht, wenn man gründlich spielt und alles weise skillt, dann geht es. Leute haben immer diese Panik, dass ich mich nicht krass genug spezialisiere. Ihr müsst verstehen, dass ich einfach diese Art Mensch bin, auch im echten Leben. Das ist ja schrecklich. Hab viele Gesichter. So, sieht man schon allein daran, wie viele verschiedene YouTube-Kanäle ich habe. Man kommt ständig noch neue dazu. So, jetzt rede ich erstmal mit... erstmal bringe ich Bromor seine goldene Schale zurück. Damit er endlich wieder sein Müsli aus dieser Schale essen kann. Im Namen König Robas, das zwar... das ist ja ein anderer Spruch. Der ehrenwerte Lord Hagen ergilt folgender Erlass. Die Wälder um die Stadt sind zu meiden. So, Alvin. Kind des älteren Blutes. Alias Jacques de Aldersberg. Ach, erzähl mir nicht sowas. Okay. Ja, und danach direkt zu Laris, genau. Und dann jetzt die Sache mit der Statue. Hallo. Erstmal eine Runde speichern. Es kann bei so schmierigen Typen wie Bromor kann nämlich immer irgendeine Dialogoption ein bisschen schief gehen, die ich vielleicht dann wähle und dann besser speichern. Ich habe... Es wäre gewagt, seinen Schlüssel... Ob ich das schon kann? Ja! Bromor Schlüssel erhalten. Ich habe deine Schale gefunden. Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Großartig. Das wurde aber auch Zeit. Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Nein, wieso? Die Schale ist doch wieder da, oder nicht? Es ist bisher ohne Lucia gegangen, dann wird es das auch weiterhin. Reisende soll man nicht aufhalten. Verstehe. Wie sieht's aus mit Finderlohn? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst vergnügen. Ist das nicht? Ich glaube, wenn man das ablehnt, sondern es beleidigt, wird auch die Schale nicht mehr, glaube ich. Ich weiß nicht mehr sicher, aber ich glaube, so war das. Deswegen, okay. Abgemacht. Hier deine Schale. Danke. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Ja, bald mal. Aber jetzt nicht. Jetzt will ich erstmal mit dem Schlüssel hier diesen geheimen Raum leeren. Speichern. Die eigentliche Diebestour mit Blutkelchen und so kommt ja erst noch. Aber bisschen. Hey du, was schleichst du da rum? Hey du, wie kannst du mich sehen? Das will doch keiner mehr. Hat Nadja etwa diesen Röntgenblick, hä? Falls die mich jetzt echt gerade sehen, bin ich natürlich am Arsch, wenn ich mich hier bediene. Aber das hier wurde nicht bemerkt. Okay. Auch cooler Raum hier einfach. Bromors ganz persönliche kleine Bude.
links, oh Mann, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, Manometer, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, 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 ha. 100 Gold, allein das ist schon geil. Ein Silberkelch und 2 Silberteller. Okay, cool. Ja, dann normal rauslaufen kann ich ja hier wieder. Gibt's einen pumpigen Kommentar? Nö. Der hat auch nichts mitbekommen, alles klar. Wunderbar, na? Sonja. Wenn du quatschen willst, such dir eine Frau und heirate sie. Okay. Bist ganz eine coole, ne? Dann. Irgendwas wollte ich gerade noch. Genau, mit Halvor wollte ich mal. Mit dem müsste ich ja eigentlich auch schon die Option haben. Silberne Kellen und. Oder. Ja. Ihr wisst es, Teller und Kelche. Silberne Kellen. Oder goldene. Hey, du! Hey, Kollege! Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 300 Goldstücke. Wow, gut. Okay. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen. Sonst wird noch jemand misstrauisch. Verstehst du? Aber war da jetzt auch der goldene Teller von Ona und... Also hier goldene Schale. Hä? Das ist ja schrecklich. Aber nicht Broma. Ah, schwerer Goldteller von Ona und Maria. Den habe ich noch. Gut. Das war nämlich gerade meine Sorge, dass ich den nicht mehr haben könnte. Okay, dann jetzt zu Laris. Wer sagt denn sowas? Dort werde ich diese Daron Feuermagier in der Statuen-Quest machen. Hier geht es besser. Ah. Wegen der Fahrt, ich brauchst du das nicht. Aha, geil. Ich weiß, wo die vermissten Leute geblieben sind. Ach. Der ehemalige Erzbaron Raven hat sie verschleppen lassen. Bist du sicher? Dann müssen wir sie da rausholen. Ich arbeite dran. Genau. Na gut, aber du weißt ja, wenn du meine Hilfe gebrauchen kannst, da kann ich, dann weiß ich, wo ich dich finde. Schon klar. Da kann ich mit Vatras auch gleich drüber reden. Das ist eine schlimme Sache. Warum erfahre ich das jetzt? Warum kann ich jetzt nicht mehr sagen, hilf mir, bei einer Gilde aufgenommen zu werden? Was willst du wissen? Bla, vielleicht will ich die. Ach Mann. Echt schade. Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Jungs wollen unbedingt hier weg. Er muss das ja besser wissen. Nee, Mann. Jetzt gibt's auf einmal diese Option nicht mehr. Weißt du etwas über eine Diebesgilde in der Stadt? Du kannst Fragen stellen. Natürlich gibt es eine Diebesgilde hier, wie in jeder größeren Stadt. Und jeder kleine Taschendieb oder Hehler hängt wahrscheinlich irgendwie mit drin. Und natürlich hänge auch ich mit drin. Ja, gut. Wenn es die Option nicht mehr gibt, dann ist halt so. Hätte die gerne gemacht, die Quest. Aber immerhin kann ich Edda ihre goldene Innerstatue zurückbringen, wenn wir jetzt schon von solchen Sachen am Reden sind. Das ist ein kleiner Trost. Oder ich kann Daron die Statue einfach so geben. Ich glaube da nicht dran. Oder ich habe die Quest am Ende vielleicht sogar schon angefangen zu machen und weiß es nicht mehr und kann sie ihm einfach direkt geben. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, ja, schon gut. Er hat gar nicht Bock auf so viel Gefasel. Aber immerhin so als kleiner Trost. Ah, das hätte ich jetzt schon gerne gemacht mit Daron. Ich check nicht ganz, warum die Dialogoption noch, weil man nicht mehr da ist. Ich habe doch noch. Ist es, weil ich quasi die Abkürzungsquest mit Kord schon gemacht habe und alles, was Laris, wenn ich ihn darum gebeten hätte, mir zu helfen, gesagt hätte, wäre, rede mal mit Kord?
Und da ich das schon gemacht habe, denkt das Spiel quasi, ja, er hat schon eine Abkürzung genommen. Jetzt gibt es keine weiteren Abkürzungsquests mehr. Ha? Liegt es daran? Wer kennt sich aus? Können wir mal schreiben. Schreibt wahrscheinlich eh wieder keiner, aber versteht ihr meinen Gedankengang, den ich hier gerade versucht darzulegen? Vatras, ich habe Neuigkeiten vom Dexter. Ah. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinnes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Ja, und jetzt? Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja, nein. Nein, noch nicht. Dann beeil dich, geh zu ihm. Ich halte deine Nachricht für sehr wichtig. Beeil dich. Ich glaube, ich, einen Waffenhändler machen später, nach der Mintal-Quest. Ich glaube, einer der Blutkelche ist im Rathaus. Stimmt es? Weil dann lohnt sich ja die Liebesgilden-Quest, also die Blutkelch-Liebestour, erst dann zu machen, wenn ich auch ins Rathaus kann, also wenn ich einer Gilde angehöre. Deswegen habe ich jetzt gerade... Ich überlege, ob ich erst die Blutkelch-Quest mache, aber ich glaube, das bringt's nicht, wenn ich sie noch nicht vollständig machen kann. Oder wie war das? Weiß gar nicht mehr sicher. So, Daron, die Hoffnung ist immer noch vorhanden, dass ich dem trotzdem noch die Innenstatue... Hallo. Nee, nix, tote Hose hier. Dann jetzt noch Aufnahme. Kavalons Hütte. Ja, gut, dann ist es halt so. Jetzt gehen wir nochmal in aller Ruhe durch. Aufnahme bei den Söldnern, das Portal, Aufnahme bei den Miliz, Lucia. Ich glaube, ich habe jetzt den Punkt erreicht, wo ich mich in der Gilde anschließen muss. Schwierige Entscheidung. Sowohl ein Paladin als auch ein Drachenjäger sind einfach cool. Ich sage euch ganz ehrlich mal, genau, was ich auch noch, bevor ich mich irgendjemand anschließe, darlegen wollte. Nee, leere den Krug in einem Zug. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Die will ich noch machen. Randolph hat den Verdacht, dass Ruker beim Wettsaufen betrügt. Randolph will die Flasche Wacholder in Rukers Truhe am liebsten mit einer Flasche Wasser vertauschen. Die mache ich jetzt noch. Leere den Krug in einem Zug. Dann kann, viele haben geschrieben, voll die Hassquest. Da stoppt die Mama noch. Und geil. Aber dann kann ich hier noch ein bisschen erzählen. Und zwar so Paladine. Wisst ihr, was mich an Paladine stört? Die behandeln ja Leute oft so von oben herab. Gesindel können wir im oberen Viertel nicht gebrauchen. Aber es ist nicht diese Arroganz, die mich jetzt mega stört, die ist mir echt egal, sondern der Umstand, dass sie das nur machen können, weil sie sich's erlauben können, weil sie die Staatsmacht hinter sich haben. Versteht ihr? Paladine sind ja so, die sind die Ordnungshüter, die sind die Armee des Landes und so, die haben die ganze mirtanische Staatsmacht hinter sich. Ein Typ, der da so freche Sprüche klopft, würde die nicht unbedingt klopfen können, wenn der nicht diese Macht hinter sich hätte und weiß, mir kann eh nichts passieren. Versteht ihr? Diese Beamtenmacht. Während ein Drachenjäger, der muss halt echt was auf dem Kasten haben. Weil der hat keine obere Institution. Der kann nicht zu Liren. Der hat mich beleidigt. So, und dann hetzt der seinen ganzen Söldner auf den. Der muss das selber regeln. Versteht ihr? Wenn das, und das ist nur als Einleitung, wenn ich ein Paladin werden würde, dann würde ich so ein spezieller Paladin werden. Wisst ihr, in manchen Armeen gibt es so Spezialeinheiten und da gibt es dann nochmal irgendwelche speziellen Typen, die zwar schon irgendwo dazugehören, aber individueller und eigener sind und nicht so richtig
so mitspielen bei dem, was die Masse macht. So einer würde ich sein, so ein spezieller Spezialeinheiten und innerhalb der Spezialeinheit nochmal ein Spezialsoldat. Versteht ihr, so einer will ich sein. Das schreit natürlich schon nach Söldner, der von dieser Armee nun für eine Spezialoperation engagiert wurde. Und dann könnte ich natürlich auch direkt Söldner werden. Ja, Söldner reizt mir jetzt nicht so, aber Drachenjäger später, weil die halt auch cool und mächtig und episch sind. Und Haudegen. Und ein Drachenjäger ist halt so ein Sigma-Mail einfach, der so komplett sein eigenes Ding macht. Und es gibt zwar diese Gemeinschaft, der man da angehört, aber man ist nicht so richtig Gemeinschaft. Mal schon als Drachenjäger ist es mehr offensichtlich, dass man sein eigenes Ding macht. Und das ist halt auch cool, so kompletter Individualist. Und darauf habe ich eigentlich auch am meisten Bock. Schauen wir mal. Naja, wer den Krug in einem Zug lernen wird, werden wir beim nächsten Mal sehen. Und vielleicht auch schon, welche Gemeinschaft ich mich anschließe. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.